Hallo zusammen, das ist der Oliver von Gitarrenunterricht.ch und heute geht es um die vier Klänge. Voraussetzung, um dieses Video zu verstehen, ist es, dass ihr die Intervalle einigermaßen kennt, insbesondere die Terzen unterscheiden könnt, große, kleine Terz, und dass ihr auch schon das Video der drei Klänge, also Dur, Moll, Vermindert und Übermäßig, gesehen habt oder das sowieso schon versteht. Schauen wir uns das an. Hier seht ihr den euch schon vertrauten C-Dur-Akkord. Ein Dur-Akkord ist immer so aufgebaut, große Terz, kleine Terz, vier Halbtonschritte, drei Halbtonschritte. Und das Schöne daran ist, wenn ihr diese Unterstruktur anschaut, des C-Dur, C-Major 7, C7, C6 Akkords, das ist genau das Gleiche. Also alle diese Akkorde haben eigentlich die Grundstruktur eines C-Dur Akkordes in sich. Das Einzige, was wir jetzt machen müssen, um diese drei Klänge, diesen Dreiklang C-Dur zu erweitern auf diese drei, vier Klänge, ist, wir fügen dieser reinen Quinte nochmals eine große Terz hinzu. 1, 2, 3, 4, das ist hier. Und hier fügen wir eine kleine Terz hinzu. Da seht ihr schon die Terzschichtung, große Terz, kleine Terz, kleine Terz oder eben hier große Terz. Und jetzt die große Ausnahme, der C6 Akkord. Hier schichtet man auf die reine Quinte, die 5, einfach eine große Sekunde, das gibt dann eine große Sechste. Und dazu ist zu sagen, wird nicht so häufig gebraucht, absolut hörbar zwar, ist auch ein Ersatzakkord für einen C-Major 7, nicht für einen C7 übrigens. Und es handelt sich beim C6 um einen Vierklang ohne Terzstruktur, weil hier wird die Struktur durch eine Sekunde gebrochen. Gehen wir weiter und schauen uns diesen C-Moll-Dreiklang an. Da haben wir, wie du wahrscheinlich schon weißt, eine kleine Terz, dann eine große Terz. Das ist wieder die Grundstruktur für alle diese Akkorde auch. Für den C-Major 7, den C-Moll 7, den C-Moll 6. Und das gleiche Spiel hier nochmals, auf diese reine Quinte nochmals eine große Terz, dann hier eine kleine Terz und hier wieder eine große Sekunde, ergibt in C-Moll 6 ein Vierklang ohne Terzstruktur. Dann führen wir das Spiel fort. Wir haben einen C-verminderten Dreiklang. Der C-vermindert besteht aus zwei kleinen Terzen, die hier geschichtet sind. Und jetzt gehen wir einfach hin und sagen, okay, schichten wir hier mal wieder eine große Terz und eine kleine Terz drauf. Das ergibt den C-Moll 7b5 oder auch halbverminderter Vierklang genannt. Das hier ist der C ganz vermindert, das ist ein ganz verminderter Vierklang. Dieser ganz verminderte Vierklang entsteht, indem wir auf die verminderte Quinte nicht eine große Terz schichten, wie wir das beim C-Moll 7b5 gemacht haben, sondern einfach eine kleine Terz. Ich hoffe, die Erklärung hat Sinn gemacht, auch ein bisschen Spaß, trotz trockener Theorie. Und ich wünsche dir einen schönen Tag. Bye bye, dein Oliver.